bekommen wir den Funky, meine letzte legendäre Karte. Wäre optimal, der Funky wäre wie gesagt die beste Karte. Würde ich am meisten drüber mich freuen, aber alle anderen Legendaries sind auch jetzt nicht schlecht. Ich würde sagen 3, 2, 1. Yo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash Royale auf meinem Kanal. Und heute im Video werden wir endlich die Super Magie Truhe aufmachen, wo glaube ich schon einige von euch drauf gewartet haben. Die werden wir auf jeden Fall gleich aufmachen und außerdem werden wir uns noch hier die Dankeschön Magie Truhe aus dem Jubiläumsangebot hier aus dem Shop abholen. Da kriegt man ja hier, wie ihr sehen könnt, gratis eine Magie Truhe aus Arena 11 und die werden wir auf jeden Fall heute auch noch aufmachen. Das heißt, so ein kleines Mini-Chest-Opening ist auf jeden Fall am Start. Natürlich, wir werden auch noch diese ganzen anderen Truhen hier aufmachen, wie Silbertruhen, Gratistruhen, Kronentruhe. Erwähne ich aber jetzt nicht groß, weil es einfach nicht groß spektakulär ist. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Super Magietruhe und die Magietruhe ist heute einfach hier so der Hype. Und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall jetzt hier mit den ganzen Silbertruhen. Machen wir jetzt mal ganz schnell im Hintergrund mal auf. So, kommen wir schnell noch zur Kronentruhe. Und dann werden wir auf jeden Fall gleich auch zu Magietruhe schreiten. So, Barbarenhütte. Und dann kommen wir auf jeden Fall hier zu der Dankeschön-Magietruhe, die wir halt hier im Shop haben. Jubiläumsangebot kann man sich ja da gratis gönnen. Eine Magietruhe aus Arena 11. Und werden wir auf jeden Fall jetzt aufmachen. Bin gespannt. Ich kenne sogar schon, ich kenne zwei oder drei Leute, so in meinem Bekanntenkreis, die daraus eine Legendary gezogen haben. Also, ja, würde ich auch nicht nein zu sagen. Ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall hier mit der Magietruhe. Vier epische Karten, 24 seltene, da ist halt eine Magietruhe aus Arena 11 wird. Und würde sagen, let's go hier. Erstmal ein bisschen Gold. Werde auch jetzt mal ein bisschen auf die Karten achten, damit ich auch am Ende dann nicht wieder denke, ist eine nicht, damit ich mir auch am Ende halt sicher bin. Und ich halt wieder überlegen muss, ist jetzt wirklich eine Legendary oder nicht. So, haben wir auf jeden Fall schon mal eine seltene hier. Kobold Gang 13 mal. Oh Gott, wir bekommen glaube ich keine Legendary, nein. Das sieht ganz schlecht aus. Wir hatten bis jetzt drei seltene und alle so verteilt. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht richtig, richtig schlecht aus. Oh Mann, schade. Das sieht echt... Nee. Eine epische... Alter, das hatte ich ja noch nie, dass die Karten so verteilt sind. Eine seltene, dann ein paar gewöhnlich, dann zwei seltene, jetzt eine epische. Also ist auf jeden Fall krass hier. Sehr verteilte Karten irgendwie. Heißt, wir bekommen keine Legendary, aber auf jeden Fall einmal den Scharfrichter. 81 mal den Tesla. Dann hier noch die letzten... seltenen Karten, die mir fehlen, 22 der Bomber und dann hier noch die letzten drei epischen Karten und zwar der Klonzauber. Okay, das war auf jeden Fall die Kiste. Sage ich trotzdem nicht nein zu dafür, dass die kostenlos war, bin ich natürlich trotzdem sehr glücklich damit. So, zack, jetzt kommt da dieser Kobold hin, der da so pustet. Okay, sehr nice. Ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall hier zur Super Magietruhe, die ich ja kostenlos bekommen habe. Ich glaube, vor drei oder vier Videos ist das schon her und das Video kann ich euch übrigens dazu nochmal oben bei mir verlinken. Die werden wir auf jeden Fall aufmachen. Vorher spenden wir nochmal einen Hogwider hier. Ja, kommen wir auf jeden Fall zur Super Magietruhe. Ich würde sagen 3, 2, 1, let's go. Die Super Magietruhe ist ja sogar noch aus Arena 9 oder 10 oder so. Die habe ich ja noch bekommen, als ich noch relativ weit oben war. Das heißt, es ist jetzt keine Super Magietruhe aus irgendwie Arena 5 oder so, sondern schon von ziemlich weit oben noch. So, auf jeden Fall einfach der Blasrohr-Kobold. 24 mal die Barbarenhütte. Also Leute, bitte, ich will ja raus eine Legendary ziehen. Ich will heute im Video eine Legendary haben, das am besten aus der Truhe. So, machen wir mal weiter hier mit 31 mal dem Megalakai. Okay Leute, jetzt müssen auf jeden Fall die epischen hier kommen, noch gewöhnliche fehlen auch noch. Erstmal 71 mal der Schweinreiter, was sehr cool ist. Ich bin zwar nicht der Schweinreiter-Fan, aber wenn ich ihn irgendwann mal benutzen möchte, dann habe ich ihn auf jeden Fall ganz gut gelevelt. Das ist ja nice oder zum Verspenden. So, weiter geht's. Ich habe dann die Übersicht ein bisschen verloren beim Zählen. Wir kommen auf jeden Fall jetzt mal die Kobold-Gang ganz oft und ich glaube, wir haben eine Legendary. Wenn wir jetzt kommen die epischen, jetzt kommen so 20 epische, glaube ich, oder so. Wir hatten ja, glaube ich, noch gar keine, kann das sein? Das heißt, müssen so 20 epische oder so kommen, dann eine Legendary. Bin mir relativ sicher. Ich bin mir relativ sicher, jawohl. Wir haben eine Legendary in der Truhe. Wir werden hier wirklich eine Legendary bekommen. Das ist auf jeden Fall heftig. 23 mal erstmal hier der Ballon. Ist eigentlich ganz cool, weil der Ballon so auf Level 5 und so ist schon ziemlich stark. Kann man auch ganz geil einsetzen. Und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, Leute. Bekommen wir den Funky, meine letzte legendäre Karte. Wäre optimal. Der Funky wäre, wie gesagt, die beste Karte. Würde ich am meisten drüber mich freuen, aber alle anderen Legendaries sind auch jetzt nicht schlecht. Ich würde sagen, 3, 2, 1.
zack. Und wir bekommen den Miner Richtung Level 3. Ist ganz okay. Ja, kann ich auf jeden Fall mit leben, Leute. Sehr cool. Leider nicht der Funke, aber Tunnelgräber geht auf jeden Fall auch klar hier. Das war doch eine sehr schöne Super-Magietruhe. Sehr nice, Leute. Dann geht auf jeden Fall der Tunnelgräber Richtung Richtung Level 3. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ey, das ist echt meine... Ich glaube, das ist meine höchste Legendary, ja. Ich habe keine schon so oft gezogen. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Bei den Karten, die ich im Deck habe. Nee. Ich habe keine Legendary so oft gezogen wie den meiner. Okay, ja, ist aber nicht schlecht, weil den kann man auch in ziemlich vielen Decks verwenden. Komme ich auf jeden Fall mit klar, jetzt besser, als ich zum Beispiel einen Holzfeld auf Level 2 gezogen hätte, weil ich den Holzfeld zum Beispiel nicht so feiere, deswegen komme ich auf jeden Fall mit dem Tunnelgräber sehr gut klar. Also fehlt mir immer noch der Funk hier, aber müssen wir mal schauen, den werden wir auch noch irgendwann bekommen. Ich würde sagen, wir stellen mal wieder ganz easy eine klassische Herausforderung, weil ich finde, dass jetzt ein bisschen, wieder unnötig wäre, einen Online-Angriff zu machen, weil ich immer noch so in so einer tiefen Arena bin. Ich bin zwar gerade dabei, mich hochzufahren, was wäre trotzdem noch ein bisschen blöd. So, starten wir auf jeden Fall endlich den Angriff im Turnier. Das wird auch schon der einzige fürs Video heute sein. Also mit den ganzen Toon-Openings, das zieht sich immer irgendwie alles sehr. So. Wir könnten auch einen Angriff übrigens, statt jetzt hier einen Herausforderungsangriff, könnten wir einen Angriff im Turnier machen, weil zurzeit ein Zuschauer, und zwar der liebe Justin, auf jeden Fall danke und Grüße an dich, dass du ein Turnier für den Clan erstellt hast, auf jeden Fall, da können wir auf jeden Fall auch mitspielen, aber habe ich jetzt eigentlich gerade nicht so Lust zu. Wir machen einfach mal lieber eine Herausforderung. So, ich konnte das Ganze auf jeden Fall jetzt hier mit der Lakaienhorde. Oh Gott, müssen wir aufpassen, mit dem Miner und Lakaien ist ein bisschen schwierig, dass er damit nicht zu viel Schaden macht. So, kommen wir soweit ganz gut verteidigen. Ich werde mir auf jeden Fall auch bei dieser Herausforderung, Leute, werde ich mir jetzt auch richtig Mühe geben, weil ich halt wirklich irgendwann mal die 12 Siege schaffen möchte, um das kurz zu sagen, für die Leute, die es noch nicht wissen. Ich habe immer noch keine 12 Siege bei irgendeiner Herausforderung geschafft, obwohl ich schon so viele gespielt habe. Das ist schon irgendwie peinlich ein bisschen, weil ich bin halt schon relativ hoch mit Level und so weiter. Habe ich aber immer noch nicht geschafft, irgendwie einmal wenigstens die 12 Siege bei einer klassischen oder bei einer großen Herausforderung zu schaffen. Ist ein bisschen blöd, mein Rekord liegt bei 10 Siegen und ich möchte auf jeden Fall irgendwann das mal schaffen. Vielleicht funktioniert es ja bei der Herausforderung. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So. Verdammt, den Tunnelgräber macht sich ja ein bisschen Schaden. Es ist aber ganz okay. Vielleicht bekommen wir noch den Lavahund hier vor. Das wäre auf jeden Fall nicht so schlecht. Sehr schön. Lavahund habe ich mir noch davor bekommen. Dann können wir vielleicht so noch hinten den Megalakaien. Haben wir auf jeden Fall schon einen ganz starken Push hier. So, haben wir den Feuerball drauf. Der sollte die Musketiere Level 6 sogar wegholen. Es sind zwar Turnierregeln, aber der hat die Musketiere so... low gelevelt, das hier trotzdem tot. Ist sehr schön. Letzten Endeffekt ist noch eine Lakaienhorde. Und damit können wir wieder nicht so viel Schaden machen. Er verteidigt das Ganze natürlich immer ganz gut für sein Level, denn er wird, glaube ich, wenn er eine Musketiere Level 6 hat, dann ist er wahrscheinlich gerade mal Level 9 oder so. Und dafür spielt er auf jeden Fall echt ganz gut. Wir können gleich einfach mal nachschauen, wenn ich dran denke. Riese Level 5, ja, der ist auf jeden Fall doch. Der ist auf jeden Fall ziemlich low gelevelt. Also von den Truppen her und von seinem Level halt generell im Spiel ist er wahrscheinlich auch nicht besonders hoch. Aber gut, dafür schlägt er sich wie gesagt ganz gut. So, wieder Lavahund hier vor. Hier den Elektromagier noch hin. Oh, er hat die kleinen Lakaien und die Lakaienhorde dabei. Und das ist halt normalerweise eigentlich gar nicht so klug, aber gegen mich ist es halt klug, weil ich damit halt ziemlich schlecht klarkomme, da mein Deck gegen Luft jetzt nicht so perfekt ist. So, wir können auf jeden Fall jetzt schon eine kleine Armee aufstauen. Ich glaube, wir holen ihn jetzt auf jeden Fall weg. Das sieht ganz gut aus. Obwohl, er hat nochmal ein Kampfholz gesetzt. Aber jetzt haben wir zwei Elektromagier und zwei Inferno-Drachen. Ne, er kann trotzdem noch wieder keinen setzen. Er macht das echt gut. Also nicht schlecht. Können wir auf jeden Fall schon mal schreiben. So, wieder den Megalakai hin. Dann mit dem Lavahund. Das ist echt gut, Leute. Muss man wirklich sagen. Wie gesagt, wir gucken auf jeden Fall gleich noch das Level nach. Und halt seine Karten. Da können wir dann gleich auch nochmal gucken. So, Kampfholz haut er wieder drauf. Aber irgendwann, früher oder später, holen wir den, glaube ich, weg. Früher oder später werden wir den, glaube ich, bekommen, wenn ich jetzt nicht noch irgendeinen blöden Fehler mache. Boah, diese Lakaien, Leute. Kann mich damit die ganze Zeit so gut kontern, weil ich dagegen einfach nicht viel habe. So, jetzt hat er 300 Leben noch. Oh Gott, jetzt wird es echt ein bisschen schwierig sogar noch. Er macht das schon gut. Oh Gott, Elektromagier. Dass er mir nicht zu viel Schaden macht, der... Oh nein, oh nein. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren, sonst verliere ich das. Und das wäre jetzt schon peinlich eigentlich, glaube ich. Weil der echt nicht besonders hoch ist. Also... Ja, von den Truppenleveln halten. So habe ich ja gerade schon gesagt, Leute. Wisst ihr Bescheid? Feuerball, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Endlich, Leute. Oh Gott. Ich dachte schon, wir verlieren das noch. Richtig, richtig gut gespielt.
richtig, richtig gut gespielt. Ihr wollt das Video nicht sehen, aber auf jeden Fall fetten Respekt an dich. Hat er schon ziemlich gut gemacht mit Riese Level 6 oder so, was er da hatte. Ist auf jeden Fall ganz krass. Erster Sieg. Sehr gut hier. Ja, Riese Level 5 hatte er sogar. Lol. Heftig. Also heftig. Heftig schlecht gelevelte. Sorry. Heftig schlecht gelevelte Truppen hier. Feuer bei Level 5 und so. Und dann schlägt er sie wirklich so gut. Und er sagt, Alter, das ist echt ein krasser Spieler. Der ist wirklich in Arena 9 mit seinen Leveln und mit. Das ist schon krass. Und der hat auch schon mal. Guck mal. Der hat so viele Siege wie ich in dieser Herausforderung schon mal geschafft. Das meine ich zum Thema peinlich. Ich müsste schon locker 12 Siege haben, wenn der hier, wenn der Kollege schon mal 10 Siege hatte. Lol. Das ist echt peinlich. Muss man eigentlich sagen. Ja gut. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall das Video jetzt auch soweit beenden, glaube ich. Oder ich werde das Video auf jeden Fall soweit beenden. Ich habe, glaube ich, alles hier gezeigt mit der Banditen-Herausforderung. Und auch die Maktruhen haben wir aufgemacht. Ja, das war's heute mit dem Video dann. War auf jeden Fall, wie gesagt, am Ende mal ein sehr cooler Gegner. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns morgen wieder. Daumen nach oben. Macht's gut. Servus und ciao.